Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Petra. Ich freue mich sehr, dass wir heute Türchen Nummer 15 in unserem Adventskalender gemeinsam öffnen. Und wie ich gerade nach oben gegangen bin, habe ich gefragt, wer ist heute der Beitrag für unseren Adventskalender? Und da hat sich der Engel der Harmonie gezeigt und hat gesagt, ja, es sind ganz massive Störfelder schon seit heute Nacht unterwegs. Das heißt, es heilen bei ganz vielen Menschen gerade die Harmonien und man fühlt sich müde, ein wenig genervt, vielleicht ein bisschen zerrissen. Vielleicht spürt es auch einer am Körper, dass es irgendwo ein bisschen zwickt oder. Und deshalb ist er heute zu uns gekommen und hat gesagt, ja, und da unterstütze ich mit der vollständigen Harmonie, dass dieser Gemütszustand einfach besser oder schneller auch wieder integriert ist. Also, dass man sich wieder harmonischer fühlt, ganzheitlicher fühlt. Und ja, freue mich da sehr und dachte, ja, ich bin heute ehrlich gesagt auch total müde und fand das wieder mal phänomenal, dass auch an der Harmonie liegt heute. Das fand ich auch ganz spannend. Also, ihr Lieben, ich verbinde mich jetzt einmal mit dem Engel der Harmonie. Ich grüße dich, Kind des Lichts. Ich grüße euch, ihr Lichtseelen. Ich bin der Engel der Harmonie und der Klarheit. Ich komme heute und bringe euch segensreiche Energien und unterstütze und stärke euch in Türchen Nummer 15 und auch unabhängig vom Adventskalender, um eure Stimmung, Energien, eure Felder wieder zu integrieren und in Harmonie und Klarheit zu führen. Es ist jetzt an der Zeit, dass ihr euch immer mehr gewahr seid, wer ihr seid, wer ihr sein wollt, um Altes, Abgearbeitetes auch vergangen in die Vergangenheit tragen zu können. Denn alles Vergangene, was ihr in keiner Weise mehr braucht, führt auch zu diesen Disharmonien und zu den Störungen. Und wer diese Energieübertragung in keiner Weise wünscht, sagt einfach nein. Kommt vielleicht auch ein anderes Mal wieder vorbei und der das wünscht, sagt innerlich ja. Ich lasse diese Energien jetzt in dieses Bild und von dort aus zu euch fließen. Und wann immer es ihr schaut, wird der richtige Zeitpunkt dafür sein. Und es wird immer richtig sein. Und ihr könnt mal fühlen, wie und wo ihr meine Energie wahrnehmt. Nehmt ihr es mehr im Herzchakra wahr? Ist eure Aufgabe und Übung gerade emotional in der Harmonie zu sein oder sich auch wieder harmonisch emotional im Körper zu finden? Spürt ihr das eher über einen kleinen Druck oder im Körper selber an verschiedenen Stellen? Dann wisst ihr, dass ihr Blockaden im Körpersystem habt. Dann geht es darum, diese Blockaden ja, auszuschleusen, damit es wieder harmonisch fließt in eurem Körper. Wenn ihr aber eher spürt, das ist so wie so ein kühler Wind in der Aura, dann wisst ihr, dass bei euch die Harmonie in der Aura und Energiefrequenz gerade abhanden gekommen ist. Dann stärkt es euch dort. Vielleicht spüren auch einige auf allen Ebenen meine Energien. Dann ist das genauso richtig, wenn ihr in Körper, Geist und Seele und energetisch vollkommen in Harmonie fließt und alles wieder sich bewegt in Freude und Frieden. Und ihr werdet es merken, wenn ihr mit meiner Energie berührt seid.
ist das wie eine freundliche Umarmung und Dinge, wo man gerade noch müde und in Disharmonie war, kehrt sofort Ruhe und Frieden ein. Und bei denen, wo es etwas dauert, die sollten sich das vielleicht auch ein paar Mal anschauen. Es wird auch heute noch fühlbar nachfließen bei allen, die zuschauen, zuhören. Und ich wünsche euch eine gesegnete, schöne Weihnachtszeit hier auf Erden. Euer Engel der Harmonie und Klarheit. Okay, vielleicht atmet ihr auch noch mal tief durch. Denkt immer dran, wenn Energie fließt, egal ob kurz oder lang, immer gerne viel Wasser trinken, weil das ist immer wichtig, damit sich das auch gut fühlbar im Körper anfühlt. Gut fühlbar im Körper anfühlt. Ja, ist klar, ich brauche heute die Harmonie in Sprache, glaube ich. Und damit es einfach besser fließt. Ich freue mich schon mit euch morgen Türchen Nummer 16 aufzumachen. Bin auch immer jeden Tag total gespannt, wer kommt, wer sich zeigt. Drück euch von Herzen, wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Mittwoch und freue mich auf morgen. Bis dann, eure Petra.